Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Bergparade erinnert an Zwickauer Steinkohletradition und ZEV Hallenmasters, hochkarätige Fußballkost zum neuen Jahr. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Tag aktuell. Es sind nur noch wenige Tage bis Weihnachten und natürlich wollen wir Sie so ein bisschen auf diese Zeit einstimmen. Keine Vorweihnachtszeit im Erzgebirge ohne Bergparaden. Auch in Zwickau ist der Samstag vor dem dritten Advent seit Jahren bekannt dafür. Mit dem Aufmarsch erinnern die Trachtenträger und Bergmusikanten an die Tradition des Steinkohlebergbaus, dem die Stadt an der Mulde einen wichtigen Teil ihrer Identität zu verdanken hat. 328 Bergkameraden und Kameradinnen aus 14 sächsischen Traditionsvereinen zogen in diesem Jahr vom Schedewitzer Glückauf-Center in die Innenstadt. Unbestrittener Höhepunkt war erneut das große Bergkonzert im Domhof. Im vergangenen Jahr eitel Sonnenschein, diesmal war es ein kalter, ungemütlicher Samstagnachmittag, an dem die Trachtenträger und Bergmusikanten durch Zwickau marschierten. Dies schien sich zunächst auch auf die Zuschauerzahlen auszuwirken. Zu Beginn säumten deutlich weniger Schaulustige als sonst den Straßenrand. Gefroren wurde auch im Domhof, wo die Oberbürgermeisterin auf das Erscheinen der Bergbrüder und Schwestern wartete und Zeit für eine kurze Weihnachtsmarkt-Zwischenbilanz hatte. Ich war selbst schon ein paar Mal Besucher auf dem Weihnachtsmarkt und muss sagen, es ist erstens mal wieder ein sehr gelungener Weihnachtsmarkt. Er wird auch sehr gut angenommen und ich finde es auch ganz schön, dass es bei uns so gemütlich ist, dass man an die Buden rankommt, dass man sich nicht durchdrängeln muss und die Schlossweihnacht ergänzt das Ganze auch hervorragend. Es ist für Familien was, es ist für Ältere was, es ist für welche, die eben gerne mal auf den Weihnachtsmarkt gehen. Und Zwickau ist in dieser Zeit eine gemütliche Stadt, eine friedliche Stadt und das ist auch dieses Jahr wieder so. Unterdessen kam die Bergparade in der inneren Schneeberger Straße an. Jetzt endlich war die Strecke dicht umringt. Mit Smartphone und Kameras wurden die prächtigen Uniformen, ihre Träger und die Musik der Bergmannskapellen festgehalten. Begleitet von Beifall und warmen Worten marschierte der Zug am Kornmarkt vorbei in Richtung Marienplatz, Peter-Breuer-Straße und Domhof. Die Bergparade bildet alljährlich den Höhepunkt der Zwickauer Vorweihnachtszeit. Organisiert wird der Aufmarsch von der Kultur Z, der Stadtverwaltung und dem Sächsischen Landesverband der Bergmannshütten- und Knappenvereine. Die bis ins Mittelalter zurückreichende Tradition der Bergparaden und Bergaufzüge im Freistaat erfuhr 2016 eine besondere Würdigung. Von der UNESCO wurde sie ins bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Wir sind natürlich schon stolz, wir müssen das auch weiter pflegen, dass wir haben ja nicht umsonst den Titel bekommen, weil den Titel haben ja wirklich nur die sächsischen Bergparaden bekommen, nicht jetzt irgendwelche gesamtdeutschen Bergparaden. Wir hoffen natürlich, dass das auch einen kleinen Schub gibt. Wie gesagt, ich bin ja Erzgebirger mit Leib und Seele. Einen Schub natürlich auch gibt in Richtung UNESCO-Weltkulturerbe, dass das der erste Schritt war und wir vielleicht nächstes Jahr dann sagen können, jawohl, das Erzgebirge ist UNESCO-Weltkulturerbe. Wie sie es genau machen, weiß man nicht. Aber mit verblüffender Pünktlichkeit trafen die 195 Uniformträger und 133 Musikanten auch in diesem Jahr kurz vor dreiviertel drei auf dem Domhof ein und formierten sich zum großen Abschlusskonzert. Die Musikauswahl ist nicht spontan, sondern durch den Landesverband geregelt. Also für unser Abschlusszeremonie gibt es einen festgelegten Ablauf, den legt unser Landesparkmusikdirektor fest. Das heißt, geht immer los mit der Glückauf-Fanfare, dann Ansprache des jeweiligen Paradeverantwortlichen, dann Bergmarsch der Gastgeberstadt, Ansprache, Gebet und dann noch zwei, drei Bergmarsche und Abmarsch ist immer mit dem Ehrenfriedersdorfer Bergmarsch. Thank you.
Beginn des Konzerts erklingt regelmäßig der Zwickauer Bergmarsch von Gustl Pfeiffer. Wie bei allen anderen Stücken werden die versammelten Kapellen von Bergmusikmeisterin Carmen Fuchs dirigiert. Gesungen wird beim Abschlusskonzert der Bergparade in Zwickau übrigens auch. Aus dem umfangreichen Repertoire der Zwickauer Bergsänger wählte der sächsische Landeschordirektor Lutz Esbach diesmal das Lied Vom Bergmannsblut als Auftaktstück aus. Bergmannsblut hat frommen Mut, Glück auf, Glück auf, Glück auf. Ja, Bergmannsblut hat frommen Mut, Glück auf, Glück auf, Glück auf. Und ist die saure Schicht vollbracht, schaut er nach Weib und Kind, sagt seinen Kaum der Rat, gut lacht und muss nach Haus geschwind. In seiner Begrüßung bedankte sich der Landesvorsitzende unter anderem bei den Steinköhlern der Region, welche die Traditionen des Zwickauer Reviers weitertragen. Dass es Nachwuchssorgen gibt, weiß der langjährige Leiter der Bergbrüderschaft Schneeberger Bergparade. In Zwickau sind diese Sorgen größer als in anderen Regionen. Es gibt viele Vereine in Sachsen, die eine hervorragende Nachwuchsarbeit machen, ja, die hervorragenden Nachwuchs generieren können. Wir werden als Landesvorstand nächstes Jahr in Neudeutsch einen Workshop durchführen, wo wir auch dort mal, sagen wir mal, einfach von den Besten oder von den Guten lernen wollen. Weil es gibt, Sie haben es angesprochen, auch Vereine bei uns, die eine gewisse Überalterung haben und dem müssen wir einfach entgegenwirken. Dank gab es vom Landesvorsitzenden auch ans Rathaus. In Zeiten knapper Kassen sei es nicht selbstverständlich, dass eine Stadt eine derart große Bergparade durchführt. Oberbürgermeisterin Findeis freute sich über die zahlreichen Teilnehmer und Besucher beim diesjährigen Abschlusskonzert und gab bereits einen Ausblick auf 2018. Die Bergparade im Jubiläumsjahr 900 Jahre Zwickau soll eine ganz besondere werden, nicht nur was die Größe angeht. Unterstützung dafür hat der Landesverband bereits signalisiert. Wir haben also jetzt schon eine erste Abfrage gestartet, dass wir also nächstes Jahr auf jeden Fall wesentlich mehr Vereine hier nach Zwickau bringen möchten, auch mehr Orchester nach Zwickau bringen möchten. Da wird auch sicherlich der Domplatz hier, der Domhof, nicht ausreichen, das Abschluss durchzuführen. Aber es wird, denke ich, auf jeden Fall eine größere Bergparade durchgeführt werden. In der es auch stille und nachdenkliche Momente gibt, wie in diesem Jahr bei den persönlichen Gedanken zur Weihnachtszeit von Klaus Hertel, Ehrenvorsitzender des hiesigen Steinkohlenbergbauvereins. Danach schwang Carmen Fuchs wieder ihren Stab. Das Steigerlied, musiziert und gesungen von allen Mitwirkenden und Besuchern, ist offizieller Höhepunkt einer jeden Zwickauer Bergparade. Im Dezember 2018, bei der großen Jubiläumsbergparade, wird es mit Sicherheit noch lauter über den Domhof schallen. Das Porta Möbelhaus sucht heiratswillige Paare, die in einem Wettbewerb anlässlich der Hochzeitsmesse am 3. Februar 2018 gegeneinander antreten. Mit dem Stargast des Tages, Franziska Wiese. Für die ersten drei Gewinner gibt es Gutscheine im Wert von 100, 200 und 300 Euro.
und für die Viert- bis Achtplatzierten je einen 50-Euro-Gutschein. Bewerben Sie sich jetzt bei Porta per Mail an m.schirner@porta.de oder telefonisch und beweisen Sie Ihre Ehefähigkeit zur 6. Hochzeitsmesse im Porta Möbelhaus am 3. Februar 2018. Wir, das Sanitätshaus Dreitschke, sind Spezialisten auf den Gebieten Homecare, Reha und Orthopädietechnik. Und das seit vielen Jahren schon. Wir machen Sie wieder mobil, schenken Lebensqualität und sorgen dafür, dass Sie sich wohlfühlen. Wir übernehmen für Sie die komplette Hilfsmittelversorgung und das alles aus einer Hand. Mit Liebe kümmern wir uns um ältere Menschen in der häuslichen Krankenpflege und nehmen uns Zeit, auch bei sensiblen Themen wie Inkontinenz, Wund- oder Stomaversorgung. Aber auch junge Patienten liegen uns am Herzen. Wir stehen Angehörigen mit Rat und Tat zur Seite. Mit Erfahrung, Fachwissen und Spezialtechnik. Wir sind für Sie erreichbar, rund um die Uhr. Ihr Sanitätshaus Dreitschke. Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Herzlich willkommen in der Alten Münze, im ältesten und zugleich neuesten Haus am Zwickauer Hauptmarkt. Ob Weihnachtsfeier, Geburtstag, Taufe oder Jugendweihe Ihrer Kinder, bei uns sind Sie genau richtig. Auch Ihre Hochzeit machen wir zu einem unvergesslichen Tag. Und für die Übernachtung steht das angeschlossene Hotel bereit. Besuchen Sie jetzt auch unser Weihnachtsdorf gleich hinter der Alten Münze im Domgarten. Verweilen Sie bei selbstgemachtem Glühwein und Kesselgulasch und genießen Sie die Vorweihnachtszeit im Kreise Ihrer Lieben. Wärst du gern ein Fallschirmspringer? Ein Held der Kinder? Lieber ein Grafiker? Teenager, Tierbändiger, Taktbestimmer, Wellenbezwinger oder einfach unabhängiger. Du kannst mit dem neuen Citroën C3 Aircross Kompakt SUV. Endlose Möglichkeiten schon ab 139 Euro im Monat ohne Anzahlung. Citroën. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS in Zwickau und im Autohaus Fröbelplatz in Auerbach. Die Bundestagsabgeordnete der Partei Die Linke, Sabine Zimmermann, hat kurz vor Weihnachten darauf hingewiesen, dass im Landkreis Zwickau 5000 Kinder in einer Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaft leben. Gerade zu Weihnachten werde diesen Kindern bewusst, dass sie in ärmlichen Verhältnissen aufwachsen. Eine neue Bundesregierung müsse endlich ein Konzept gegen Kinderarmut vorlegen. Die sozialen Leistungen müssten Armut verhindern und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen. Konkret sollen die Leistungen für Kinder deutlich erhöht werden, so Zimmermann. Bei der Gewandhaussanierung seien Fehler passiert. Dies räumte Zwickaus Oberbürgermeisterin Dr. Pia Findeis gestern auf ihrer Jahrespressekonferenz ein. Die Begleitung des verantwortlichen Planungsbüros durch das Hochbauamt sei unglücklich gewesen und die Kommunikation zwischen beiden Parteien habe nicht gestimmt. Als Stadtoberhaupt hat sie dafür die Verantwortung übernommen. Am Eröffnungstermin Ende 2019 halte man aber unter allen Umständen fest. Das Bild der Verwaltung müsse besser werden, so das Fazit der Oberbürgermeisterin, auch nach den Querelen um die Haltestelle Eckersbach. Die Verwaltungswege in Zwickau seien mitunter zu lang, dies schrecke potenzielle Investoren ab. In die
Gewerberäume rechts des Haupteingangs des neuen Landratsamtes in Plauen wird voraussichtlich erst im kommenden Sommer Leben einziehen. Da die Sparkasse Vogtland für ihren geplanten SB-Bereich nicht die komplette Mietfläche selbst benötigt, sei geplant, einen Teil der Gewerbefläche anderweitig zu vermieten. Derzeit befinde sich das Kreditinstitut mit einem möglichen Mieter in Gesprächen. Diesbezüglich müssen die Ausbaupläne überarbeitet und die Ausschreibungen für die Bauleistungen erneut vorbereitet werden, teilt die Sparkasse Vogtland auf Anfrage mit. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Die Museen Schloss Vogtsberg im vogtländischen Oelsnitz haben ihre aktuelle Ausstellung der idealtypischen Winterlandschaft und dem Schnee gewidmet. Dabei werden nicht nur die Entstehung des Schnees, verbundene Naturphänomene oder beliebte Winteraktivitäten beleuchtet, sondern neben dem Schneemannkabinett und einem Raum voller Schneekugeln ziehen auch Fabelwesen auf die altehrwürdige Burganlage ein. Dies und viele weitere Exponate sind noch bis zum 25. Februar im Rahmen dieser Sonderausstellung zu sehen. Ja, wie in jedem Jahr findet am Heiligabend um 13 Uhr das Turmblasen vom Wasserturm Zwickau-Oberplanitz statt. Die Bläsergruppe des Jugendblasorchesters Zwickau e.V. wird von der Plattform des Turmes weihnachtliche Weisen spielen. Die Wasserwerke laden ein, bei Glühwein und Weihnachtsmusik den Heiligabend zu beginnen. Werbung. Der Gasthof Gegen Grün und das Gegengrüner Heimateck in Hartmannsdorf bei Kirchberg mit seinen lebensgroßen, beweglichen Figuren, Kinderspielplatz und Biergarten ist immer einen Besuch wert. Der Gasthof Gegen Grün ist täglich ab 11 Uhr geöffnet. Ihre Hochzeit oder Familienfeier im Festsaal wird zu einem unvergesslichen Erlebnis. Die Abholung oder Ausfahrt mit dem Oldtimer ist ein einzigartiges Geschenk für Ihren Jubilar. Feiern und übernachten mit der ganzen Familie, Freunden und Bekannten. Das ist das Besondere im Gasthof Gegen Grün. Auf der Suche nach dem passenden Rechtsbeistand? Ob in Straf-, Familien-, Verkehrs-, Zivil-, Arbeitsrechts- oder Erbschaftsangelegenheiten. In der Kanzlei Schlichter finden auch Sie Ihren kompetenten Ansprechpartner. Im Bank- und Kapitalmarktrecht und im Wirtschaftsrecht, international und national, vertritt die Kanzlei mit Rechtsanwalt Albert Schlichter an der Spitze konsequent die Interessen mittelständiger Unternehmen, Selbstständiger, Handwerker und Privatpersonen. Auch als Privatanleger oder Investor finden Sie hier kompetente und zielorientierte Beratung. Mit Rechtsanwältin Knoll verfügt die Kanzlei über einen von zwei in Zwickau ansässigen Vertragspartnern des ADAC. Rechtsanwaltskanzlei Schlichter. Zweimal im Herzen von Zwickau. Münzstraße 12, direkt am Kornmarkt und in der Magazinstraße 3a. Hierher komme ich natürlich erstens mal, weil es sehr, sehr schön ist. Und damit man fit bleibt, weil in unserem Alter, da kann es schnell mal passieren, dass man nicht mehr so kann. Aber hier, das hält ihn wirklich richtig fit und schön stabil. Und dann ist es natürlich auch das ganze Fluidum wunderbar. Schöner kann es ja gar nicht sein. Man kennt sich ja und da gibt es anschließend mal immer mal ein schönes Wort und eine Rederei, einen Meinungsaustausch. Also besser kann man sich gar nicht vorstellen. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Schöne Möbel bringt nicht der Weihnachtsmann. Ho, ho, ho! Schöne Möbel gibt's bei Rico Möbel. Wir wünschen all unseren Kunden eine besinnliche Adventszeit, ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Überzeugen Sie sich einfach. Rico Möbel. Wir lieben Möbel. In Stolberg-Erzgebirge auf der Zwönitzer Straße 10a.
Tja, und bevor wir jetzt auf unseren nächsten Beitrag kommen, hier noch ganz schnell ein Hinweis, der natürlich auch damit zu tun hat. Nach diesem Beitrag gibt es die Kartenverlosung für dieses Event. Und was das für eins ist, das sehen Sie vielleicht schon am Hintergrundbild. Denn am 6. Januar, da rollt in der Zwickauer Stadthalle wieder das runde Leder. Es werden 3.500 Zuschauer zum ZEV Hallenmasters erwartet. Der FSV Zwickau und der Chemnitzer FC, die sich am Samstag einen wahren Derby-Krimi lieferten, können diesmal erst in der Finalrunde aufeinandertreffen. Das hat die Auslosung ergeben, die in der Halbzeitpause der Drittligapartie vorgenommen wurde. Die Himmelblauen spielen neben dem VfB Auerbach und dem Perspektivteam von Dynamo Dresden in der Gruppe A. Die Ziegner Schützlinge treffen in Gruppe B auf die Westsachsen-Auswahl und den VfC Plauen. Im Eröffnungsspiel stehen sich der Chemnitzer FC und der VfB Auerbach gegenüber. Prall gefüllt wird auch im Jahr 2018 der Sportkalender unserer Stadt Zwickau sein. Bereits am 6. Januar geht's in der Stadthalle los. Dort rollt der Fußball im Rahmen des ZEV Hallenmasters. Und wer in den vergangenen Jahren dabei war, der weiß natürlich, Fußball in der Halle, das ist fast zum Anfassen, wenn man seinen Lieblingen einmal so nah ist. Auch im Jahr 2018 wird ein hochkarätiges Teilnehmerfeld für Gänsehautatmosphäre unterm Hallendach sorgen. Peter Keller, unter anderem Profi in Chemnitz und Zwickau, wird Trainer einer Regionalauswahl Westsachsens sein. Vom VfC Plauen kam Stefan Schumann zur Pressekonferenz und freut sich auf ein Klassentreffen mit vielen ehemaligen Kollegen. Das stimmt. Also ich fand den Satz natürlich erstmal sehr passend. Ich sehe das schon so, ist noch ein Klassentreffen, wie es auch in deiner Mitteilung schon steht. Es sind viele Spieler, die sich kennen, über die Jahre kennen und die auch immer sauber miteinander umgegangen sind. Und es wird auch diesmal so sein. Der Spaß steht im Vordergrund und ist auf jeden Fall ein Klassentreffen, ja. Die Regionalliga wird verkörpert durch den Sachsenpokal-Halbfinalisten VfB Auerbach. Michael Himmisch, der VfB Auerbach, mit Ihnen als Trainer ist ein gern gesehener Gast hier beim Hallenturnier in Zwickau. Was ist für Sie eigentlich das große Charakterliche, was so ein Hallenturnier eigentlich ausmacht? Erstmal muss ich sagen, ist diese Stadthalle Zwickau extrem gut geeignet für so ein Event. Die Zuschauer sind sehr nah am Platz dran und es ist eine herrliche Atmosphäre. Mit dem Videowürfel oben, das hat schon richtig Qualität. Und die Mannschaften hier aus der Region, das macht es besonders spannend. Wir messen uns mit Truppen, die wir sonst im Liga-Alltag nicht haben. Und von daher ist es eine richtig interessante und qualitativ hochwertige Angelegenheit in Zwickau. Aus der dritten Liga kommt der Chemnitzer FC nach Zwickau. Sportdirektor Steffen Ziffert und seine Meinung zum Hallenturnier. Es wird immer sehr gut angenommen von den Spielern, gerade in der Vorbereitung, wenn doch ein hartes Programm außerhalb von jeglichen Hallen stattfindet, viele Laufeinheiten, aber auch viel mit Ball gearbeitet wird. Und deshalb ist so ein Hallenturnier für jeden Spieler, der das gerne macht. Es gibt natürlich auch absolute Hallenspezialisten, Spieler, die gerne in der Halle spielen, gibt Spieler, die nicht so gerne in der Halle spielen. Aber ich glaube doch die meisten, weil eben viele Aktionen sind, es ist viel Action dabei, viele Tore fallen. Also auch für die Zuschauer ist es eine gute Stimmung. Und gerade hier in Zwickau bei diesem Teilnehmerfeld, glaube ich schon, bei einer ausverkauften Halle, dass es hier ein sehr schönes Turnier wird. Herr Ziffert, wer ist denn beim CFC so ein Hallenspezialist, wie Sie gerade gesagt haben? Ja, ich denke, dass wir einige Spieler dabei haben. Ich glaube aber auch, dass gerade auch junge Spieler, die so ein bisschen im Anschluss stehen, dass die beziehungsweise auch der Trainer gerne so ein Turnier mal wahrnimmt, diese Spieler zu sehen, die auch gerade in unserem Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet worden sind, sehr gute Fußballer. Aber ich denke jetzt zum Beispiel an Okan Aydin, der für mich natürlich für die Halle prädestiniert ist. Damit sind wir beim Pokalverteidiger, unserem FSV Zwickau. Für Trainer Thorsten Ziegner ist es eine Verpflichtung, den Titel zu verteidigen. Ja, genau mit dieser Verpflichtung gehen wir auch rein. Ich glaube, es ist wichtig bei diesem Turnier, den Leuten, die in die Halle kommen und da das Turnier in Zwickau stattfindet und wir die Heimmannschaft sind und extrem viele Leute nur wegen uns in die Halle kommen, denen dort auch was zu bieten. Und da gehört eben dazu, dass man zum einen Spaß vermittelt, dass man näher zu den Leuten, die in der Halle sind, vermittelt. Und wenn man das kombiniert kriegt, ist man am Ende erfolgreich. Ob es dann wieder zum Sieg reicht, werden wir schauen, aber wir gehen es an.
Thorsten, uns jetzt der Veranstalter verstärkt auf Mannschaften hier aus der Heimat oder aus der Region. Ist das noch ein zusätzlicher Ansporn für den FSV Zwickau gegen Mannschaften wie Plauen oder wie Auerbach, gegen die man natürlich jetzt nicht mehr jeden Tag spielt, erfolgreich zu sein? Ich finde es cool. Also mich freut es, dass es eben viele Mannschaften oder alles Mannschaften aus der Region sind, wo man persönlichen Bezug hin hat, wo aber auch die Menschen, die in die Halle kommen, die zum Fußball kommen, die hier aus der Region sind, einen persönlichen Bezug haben. Wir werden in allen Spielen, sowohl in der Vorrunde als auch in den Platzierungsspielen, werden wir Derbys haben, was immer einen Reiz ausmacht. Zusätzlich sind in den unterschiedlichen Teams Mannschaften, die schon mal beim Gegner gespielt haben. Auch das macht einen Reiz aus und wir können allen Leuten, die in die Halle kommen, allen Leuten, die von dem Turnier erfahren, können wir einfach zeigen, dass trotz aller sportlicher Rivalität unter den Mannschaften in der Enge der Region ein sauberes Miteinander und dass wir miteinander gut auskommen und dass wir zusammen ein ordentliches Turnier präsentieren können. Das Teilnehmerfeld im Januar wird komplettiert durch ein Perspektivteam der Dresdner Dynamos. Das sind junge Spieler, die irgendwann einmal als Profi ihren Weg gehen wollen. ZDV-Geschäftsführer Volker Schneider über die Bedeutung von Hallenturnieren. Und was traut er eigentlich den vermeintlich Kleinen zu? Ja, Hallenturniere haben immer eine Brisanz, eine Nähe zum Publikum. Es ist ein schnelles Spiel. Es ist vor allem auch technisch wesentlich mehr zu sehen als auf dem großen Feld. Es fallen wesentlich mehr Tore. Und das ist natürlich ein ganz anderes Ambiente, als wenn man so ein 0-0-Gekicke auch mal erleben muss auf dem richtigen Fußballplatz. Es ist ja so, dass in der Halle natürlich darauf ankommt, draußen brauche ich 11 gute Spieler, in der Halle dann eben nur 4 oder 5. Das heißt also, dass wenn die guten Truppen auftreten, natürlich der Leistungsunterschied, der vielleicht auf dem Feld erkennbar ist, in der Halle bei weitem nicht so stark ist. Insofern kann jede Mannschaft dieses Turnier gewinnen. Das ist ja in der Vergangenheit auch schon passiert. An diesem Nachmittag wird es natürlich auch ein großes Rahmenprogramm in der Stadthalle geben. Es lohnt sich also, dabei zu sein am 6. Januar, wenn es heißt, los, der Ball rollt. Ja, und jetzt kommen nochmal Daten und Fakten zu unserem Beitrag zum eben Gesehenen. Wenn Sie Lust und Laune haben, dabei sein zu wollen beim Hallenmasters, dann können Sie jetzt 3x2 Freikarten gewinnen. Wie funktioniert das? Wie immer, ganz einfach. Schreiben Sie uns eine E-Mail an gewinn@westsachsen.tv oder rufen Sie uns auf unserer Hotline an und sprechen Sie auf unseren Anrufbeantworter unter Plauen, Vorwahl 03741 598 1719. Wir drücken Ihnen jetzt ganz fest die Daumen. Und damit kommen wir vom Hallenfußball zum Wasserball. In ihrem letzten Spiel des Jahres 2017 konnten die Zwickauer Wasserballer das Sachsen-Derby gegen Dresden mit 10:8 gewinnen. Es war ein zähes Spiel. Die Gastgeber hatten Mühe, ihre Angriffe abzuschließen und in Erfolge zu verwandeln. Erst vor dem letzten Viertel konnten die 04er die Partie drehen und in Führung gehen. Die Abwehr der Muldestädter leistete beste Arbeit. Dresden konnte zwar mehrfach verkürzen, dennoch konnte der SV 04 am Ende als Sieger aus dem Wasser steigen. Ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk erhielten heute Nachmittag die Nachwuchssportler aus 20 Talentstützpunkten. Mit Ausrüstungsgutscheinen wurden die Athleten im Bürgersaal des Zwickauer Rathauses bedacht. Die Zuschüsse hatte der Kultur-, Sozial-, Sport- und Bildungsausschuss der Stadt auf seiner Sitzung Mitte November beschlossen. Zahlreiche Zwickauer Sportler konnten bei nationalen und internationalen Wettkämpfen dieses Jahr gute Ergebnisse erzielen. Das Wetter wird Ihnen präsentiert vom Schaustellerbetrieb Fretschner. Von süß bis herzhaft. So schmeckt die Vorweihnachtszeit in Westsachsen. Nach Auflösung von Frühnebel bleibt es am Mittwoch trübe und nass. Bei Höchstwerten bis 3 Grad fallen die Niederschläge überwiegend als Regen. Der Wind weht schwach aus südwestlicher Richtung. Und die Aussichten, unbeständiges Schmuddelwetter erwartet uns auch in den kommenden Tagen. Nach vorübergehendem Temperaturanstieg wird es Ende der Woche etwas kälter. Nach Einschätzung der Meteorologen ist die Chance auf eine weiße Weihnacht zumindest am Heiligen Abend gegeben. Tja, mit großer Freude sage ich danke fürs Zuschauen. Morgen 19 Uhr die nächste Ausgabe von Tag aktuell.
Übrigens, mehr gibt es natürlich auch im Internet, auf unserem YouTube-Kanal oder natürlich auch bei Facebook. Schauen Sie auch dort mal vorbei. Die Medien wollen wir nicht vergessen. Ja, und ich gehe jetzt mal ganz schnell Weihnachtsgeschenke einpacken. Ich bin schon spät dran. Ciao und tschüss.